Tja, so Tja. Wendet sich das Blatt. Kolossus LP. So wendet sich das Blatt. Schreibt ja so, nee. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games. Heute mit dem Luke Plays. Hallo. Und dem Felix Hardy Games. Hallo. Ja, wir sind auf dem wunderschönen Server von Zombay, hg.zomfort.de, und wir sind gerade in der SG11. Das ist nur eine Ice-Map. Ich bin mal sehr gespannt, ich habe diese Map noch nie gespielt. Kennt einer von euch die? Nope. Dann würde ich mal sagen, das ist für uns unsere Blind-Map. Ich finde sowas immer am geilsten. Oh, wir müssen SG-Vote eingeben. SG-Vote. Und dann wissen wir nämlich noch gar nicht, was auf uns zukommt. Pass auf, ich habe einen Plan, das will ich zur gleichen Kiste rennen. Du hast den Masterplan. Ich schnapp mir die rechte untere und rechte obere Kiste, okay? Okay. Gut, ich schnapp mir die auch. Ich weiß immer noch. Ich weiß immer noch nicht mal. Ne, dann geh ich jetzt in die mittlere. Da hab ich Pech gehabt. Ich geh jetzt in die mittlere. Okay, aber ich geh auch in die mittlere. Nein, ich geh's. Ja. Du kannst eine Rand jetzt einnehmen. Ich geh jetzt in die mittlere. Okay, ich hol mir alle. Okay. Ja, okay. Ich geh mit Speedhack vor und dann mach ich so ein Force Field um mich rum. Das heißt, niemand kommt dahin, obwohl man am Anfang noch niemanden schlagen kann. Und da ist einer, der heißt das Knäckebrot. Neben dir. Wo? Das Knäckebrot, ja. Ich mache immer gerne so, mit Optifine, dann kann ich mich ganz nah sehen. Jetzt habe ich Bock auf Knäckebrot. Cheyenne. Apfelringe. Multi-Red EP. Kolos. Kleines Redcraft. Jetzt den Skin von Red. Was? Nochmal. Oh, es geht los. Es geht los. 7, 6, 5. Er hat 6 gesagt. 3, 2, 1. Go! Ja, ich habe einen guten Start gehabt. Keine Waffe. Ich hab ein Holzschwert. Nein, das oberes war meins. Verdammt. Nein, okay, ich hab kein Schwert. Ah, das hättest du denen sagen lassen, Simon. Oben waren zwei Holzschwerter. Ich hab eins davon einfach mir nur genommen und weggerannt direkt. Okay, ja, sehr gut. Dann renn ich mal mit dir zusammen, Luke. Fuck, nein. Ah, sei klug, schau Luke. Das könnte dein neues Slogan werden. Hä? Was? Sei klug, schau Luke. Ich hab eine Kiste gefunden, eine Kiste. Oh, die Grace Field ist endet. Wenn ich jetzt da keine Waffe drin finde, dann sieht's böse aus für mich. Und wenn du jetzt keine Giraffe drin findest. Oh, ich wurde direkt verfolgt! Ey, das ist die Geburt eines neuen Spruchs. Aber der hat auch nur einen Fisch zum Schlagen. Ein Fisch? Ja, der hat nur so einen Fisch zum Schlagen. Wenn ich jetzt ein bisschen warte, dann ist mein Leben gerecht, dann könnte ich den besiegen. Okay. Leute, ich bin hier im Wasser. Leute, bin voll im Wasser, geht gar nicht. Leute, hallo. Leute. Hier ist ein Creeper und das ist eine Spinne. Finde ich gar nicht cool. Die hat mich was runtergekickt. Ja, hier ist Rottenflash, cool, finde ich cool. Und noch mehr. Warum sind hier Monster an? Ist voll scheiße. Nee, ist eigentlich voll okay. Eigentlich so geht's so halb. Oberzicke. Ja, ich hab ein Schwert! Jawohl! Wie der mich versucht hat zu verfolgen und mit dem Fisch zu töten, dann krieg ich die Truhe, die jetzt hier holte. Ja, mein Freund. Tja. So Tja. Wendet sich das Blatt. Kolossus LP. So wendet sich das Blatt. Schreibt ja so, nee. Nee, das sehe ich nicht ein. Warum ist die Kiste da oben leer? Nee, das sehe ich nicht ein. Nee. Hä? Boah, Alter, unterstrich Beni hat Speedhack. Das sieht man ja sowas von. Alter. Kolossus? Boah, der soll mir das Scheiß hacken lassen. Mann, der war unnormal schnell. Ernsthaft? Ja. Boah, das ist richtig assi. Ja, das ist doch richtig scheiße. Ja, Kolossus. Ich werde dich kriegen, weißt du warum? Weil du mich direkt angreifen wolltest. Du wolltest mir das Spiel vermiesen. Wo bist du? Da, Junge! Was ist, wer ist tot? Kolossus AP. Wenn du das gesehen hast, das Video, ja? Dann schreib doch mal in die Kommentare, wer hier der Babo ist. Oh, und wir sind sogar an einem Holzschwert vorbeigelaufen. Lol, jetzt hab ich zwei Schwerter. Hättest du das mal gesehen? Hättest du das anstatt mich zu verfolgen, hättest du einfach mal auf den Boden geguckt, hättest du das Holzschwert gesehen. So, jetzt schwimm ich wieder dahin, wo wir waren. Ins Wasser, das war nicht die Truhe. Das ist auf der Minimap, sieht aus wie ein Penis. Das sieht ernsthaft so aus. Oh Gott. Er hat Penis gesagt. Nach Lulu hat man einen scheiß Gedanken. So. Beziehungsweise nach. Also drei. Das, habt ihr es gesehen? War nice, Leute. Nice. Habt ihr es gesehen? Als ob ihr nicht hinguckt. Habt ihr es gesehen? Ja, ich was bildet ihr euch ein? Ich schau bei den Videos immer weg. Viel zu hässlich. Genau, du hältst extra die Augen zu. Nein, ich will das nur hören. Ja, sogar zum Sehen ist es echt, ey, boah, nee. So.
Vor allem bei deinen Videos. Ich darf meine eigene Werbung nicht angucken, also halte ich mir die Augen zu. Hey, es sind voll wenig Kisten, aber ich habe schon voll. Ja, was wär's denn der Babo? Also. Nicht du. Schreib mal bitte jemanden, wenn er gerade nichts zu tun hat, Colossus RP, guck dir das Video an. Auf ungespielt. Ja, genau, jetzt wird der voll zugespammt, der Arme. Colossus schreibt ihn alle an, schreibt ihn alle an! Colossus LP, der wollte mich einfach vernichten, doch wenn dann... Wenn ihr nicht mehr weißt, wie man schreibt, dann spult im Video zurück und schreibt genau dem eine PN, guckt dir ungespieltes Video an. Nee, mein Video, das ist ich bin cooler. In so einem Schiff drin, das ist echt cool. Oder ist ich bin in so einem Blockhaus mit Lager. Oh, da war aber anscheinend jemand schon drin. Ha. Da ist nichts drin in dieser Truhe. Das heißt, kann einer von euch diesen Beni töten? In diesem Schiff muss schon jemand gewesen sein. Aber kommt man in dieses Haus rein? Ach da. Gut, dass man da auch mal reinkommt. Oh, doch, hier war echt schon jemand, weil hier sind alle Truhen geöffnet. Schade. Boah, hier könnte man theoretisch... Boah. Sind alle Truhen geöffnet, verdammt. Hier sind zwei Kisten. Da ist jemand! Da ist jemand! Ach du Scheiße, wo? Wo, Aslak? Ja! Und da ist er down! Danke für deine ganzen Sachen. Goldhose, Goldschuhe. Guck auf die Goldhose. Sie ist immer frisch poliert. Guck auf die Goldhose. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich hab dir nur für seine Likes gekillt. Fresh. So. Ich sehe auch einen Namen. Sieh mal, rock das Ding. Da kenn ich doch. Da kenn ich doch schon ein paar. Ich sehe einen Namen, aber der ist irgendwo richtig unlogisch unterirdisch oder so. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Voll doof. Geht gar nicht klar. Mag ich gar nicht. Ich denke mir so die ganze Zeit, oh, die Kisten sind alle geöffnet. Das kann ja nicht sein. Und da ist der Typ da. Da ist er da. Ja, hier ist ein Dorf oder so. Oder Militär, irgendwas sieht das aus. So, okay. Leute. Junge. Also Koloss LP hat gerade in der Lobby geschrieben, dass er dich mag und dass er dich kennt. Ah, okay. Zitat, er ist gut. Na dann, dann weiß der Koloss wenigstens, wo hier der Hammer hängt. Nein, Spaß. Ich geh jetzt mal den Mast hoch. Und zwar nicht in deiner Hose. Ich gehe doch mal da in dieses Militärgedöns, was auch immer das da sein soll. Ich hätte gerne noch ein paar Pfeile. Oh Leute, ich fühle mich gerade. Soll ich wirklich jetzt ein Gold. Soll ich wieder lieber ein Holzschwert anstatt ein Goldschwert nehmen? Guck auf die Goldkette. Ich habe Kohle! Also, ich meine jetzt nicht Geld, sondern. Ich habe auch so Kohle, ja. Weiß Bescheid. So. Naja, der Luke, der hat so 2-Dollar-Zeichen in den Augen. Ja. Money, so Bitch. Kennt man mich. Oh, da ist jemand. Au. Oh. Komm ich da jetzt noch irgendwie hoch? Ich glaube ja schon. So, ich sortiere mir ja gerade alles, mein Inventar mal schön. Weil ein aufgeräumtes Inventar. Da ist noch eine Truhe da oben auf dem anderen was. Das ist sehr wunderbar. Oh, ich habe keinen Bock hier runter zu. So runter zu gehen irgendwie. Mr. Beaver? Ich sag mal, ein aufgeräumtes Inventar, das erspart im richtigen Notfallsituation. Viel Zeit und Ärger. Nein, der hat mich getötet! Wer hat sich getötet? Irgend so ein Typ. Terror-Pingu. Sortiertes Inventar, ja, das ist so wunderbar. Okay. Sag einfach, dass ich doof war, aber egal. Okay, dann muss ich ja wirklich jetzt alleine hier das Ding machen. Felix, bist du auch schon tot? Ja, ich bin schon lange tot. Okay, also habt ihr mich jetzt alleine gelassen? Ja. Heißt das in anderen Worten. Das tut mir sehr leid. Das ist nicht nett, das wisst ihr hoffentlich, aber... Sorry. Was soll ich denn tun? Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt hier aus dem Schiff alles geplündert, was ich so brauche. Ich habe meine ganzen Lederrüstungssachen hier drin gelassen. Und dann würde ich einfach sagen, gehe ich jetzt einfach mal... Oh, da ist noch eine Kiste, die hat der geöffnet. Dann gehe ich jetzt mal auf Beutezug. Oh, da ist noch ein Goldschwert, da sind noch mehr Pfeile, sehr nice. Ja, die Sachen brauche ich nicht. Jetzt habe ich schon 5 Pfeile, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann ist so ein Goldtempel. Hier sind noch ein paar... So, es sind einige Sachen zu unerforscht auf dieser Karte. Ich glaube, es wird eine längere Runde. Also das sagt ihr... Goldschwert oder Holzschwert? Holz. Haltet jetzt das Video an und klickt auf. Also ich bin ja der Meinung, es sind beide genau gleich stark, aber das Goldschwert hat eine höhere Chance zu critten. Das Goldschwert hat's nicht. Hol dir das. Nimm das Holzschwert. Na, ich will das Goldschwert übernehmen. Dann wirst du
Besser, wenn man es verzaubert, ist leichter, also ist irgendwie, glaube ich, leichter Schärfe darauf zu kriegen. Ich weiß es nicht, das hat mir mal auch irgendwer gesagt. Ich finde aber ein Goldschwert ist einfach was Schöneres. Ich muss einfach auch manchmal auf den Style achten. Weißt du, ich hab Style und das Geld. So. Ungestylt halt. Ich schwimme jetzt einfach bis zu dieser goldenen Insel da vorne. Ist halt richtig ungestylt. Jetzt halt, wo ich das schwimme, erzähle ich noch ein bisschen was von meiner Lebensgeschichte. Es war einmal ein kleiner Simon. Er spielt im Meer und er geht hier durch. Ich gehe unter dem Meeresgrund. Zweimal ein kleiner Simon. Aber heftig, wie ich einfach unter das Wasser laufen kann. Als der kleine Simon sich grün anmalte, erkannte er, dass es seine Lebensbestimmung war. Ende. Ende. So, und gucken wir mal, was da so ist. Ja, ich spiele jetzt in letzter Zeit auf häufig verschiedenen Servern. Wir waren gerade auf Luke-Play-Server, dann waren wir auf Mojang-Server, jetzt sind wir auf Zombie-Server. Einfach mal überall mal was gucken, ne? Bald gibt es ja ungespielte E-Server. Die Server sind hier so als Lappen-Server dann, ja. Nur noch, dann gibt nur noch Scheiß-Server dann. Bald gibt's noch den ungespielten Server. Ja, der ist scheiße. Nein, der ist geil. Das wird der geilste City-Build-Server überhaupt. Der geilste RPG-City-Build-PvP-Server. Da 3 Monate später und dann rollt er so einen Heuballen durch. Nein, das wird wirklich der beste Server. Und so, und so grillen. Zirp, zirp, zirp. Genau. Ich glaube, hier war auch schon jemand. Und Simon sagt dann total verzweifelt, wo bleiben die Leute? Ich glaube, Felix. Nee, die German Reefer kommen und dann geht's ab. Extra Mann Vanilla-Server aufsetzen. So, Leute, ihr dürft jetzt alle bauen. Boah, was ist das? Hast du den eigenen Tod gestürzt? Ja, ich würde sagen, hier gibt's nichts mehr. Ich würde sagen, du gehst jetzt auf die Jagd nach Beute, ne? Bevor ich noch ewig rumlaufe. Ja, wir brauchen ein Thema. Was habt ihr für ein Thema? Ich möchte gerne ein Thema ansprechen in der Zeit, weil sonst wird es zu lang und ohne was das zu erzählen, finde ich langweilig. Lukes Brille. Na, ich meine ernst, habt ihr irgendwas, was ihr schon mal ansprechen wolltet? Da fällt euch gerade ein Thema ein. So kleine Swagger-Kinder, so 11-Jährige mit Smartphones. Generell, da passend zu dem Thema, falls ihr Themen habt, die unbedingt mal, wo ihr meine Meinung mal zuhören wollt, gebt einfach auf der ungespielt.de Seite und geht ins Forum unter den Beitrag Themen. Und lass da ein Thema. Oh. Pflastersteine. Simon, was hältst du von YOLO Swag Hipster? Von diesen obercoolen Jugendausdrücken? Nicht sinnlos. Findest du sinnlos? Ich dachte, du bist auch voller Swagger-Boy. Nee. Du bist ja der Babbo. Wie konnte er 25 Steine bekommen? Pflastersteine. Oh, ich bin ja unter der Mine. Okay. Logo, ich sehe dich. YOLO. Hauptsache, das funktioniert irgendwie so voll nicht. Ich glaube, ich nehme doch lieber ein Holzschwert. Muss probieren. Das funktioniert. Ich glaube, das ist voll das Troll Jump'n'Run. Das kann gar nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute sind. Mensch. Ich bring mich hier mit jetzt. Wo seid ihr eigentlich gerade? Ich weiß, wie es geht. Seid ihr auf dem Zombie-Server unterwegs? Hm. Guck mal. Ist geschafft. Was hast du denn das jetzt gemacht? Das ist eine Workbench. Oh, hätte ich jetzt noch Holz, ne? Was kann ich aus nur Stein machen? Ja, aus nur Stein kann ich nichts machen, ne? Oh, ich jetzt einen Stick, könnte ich mir Steinschwerter machen ohne Ende. Kann ich mir irgendwas nur aus Stein machen? Gibt's sowas? Was ist nur Stein? Nur Stein? Du kannst ja versuchen, dir eine Steinrüstung zu machen. Funktioniert nicht so ganz. Hä? Wie machst du das, Luke? Ja, ich bin Pro. Ah, hab's auch geschafft. Ha. Verdammt! Da steht Eisenschwert auf dem Kopf. Passiert auch was Schlimmes, ne? Ja. Dann explodiert die Welt. Nee, du kriegst ein Diamantenschwert und die volle Tierrüstung. Aber wie passiert hier nichts? Nein. Das war nur ein Trick. Ja, Mensch. Ich will die Leute jetzt endlich mal finden. Ich finde solche großen Maps finde ich irgendwie blöd, weil die sind einfach dann zu groß und zu umfangreich. Dann rennt man sich einfach nicht in die Arme, sondern man rennt einfach aneinander vorbei. Und das ist ja auch mal langweilig.
Hallo, komm, wir spielen ins Verstecken. Komm, wir gehen hier raus. Aber ich bin Verstecken in Minecraft. Hm. Okay, du zählst, du musst aber bis 10 zählen, okay? Ich zähle. Okay, okay. Du stellst dich hier an Zombie dran und dann musst du zählen. Und dann machst du die Augen zu, okay? Ich knutsch Zombie ab. Okay. Wie viele Minuten? Ab jetzt. Minuten, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, wo ist der Felix? Oh, du hast nicht Steinschwert gekillt. Du hast nicht, ich komme gesagt. Multi-Red LP hat Cheyenne 1995 gekillt. Ey, ich komme. Lu, guck mal, jetzt zeige ich kurz meinen Namen. Und jetzt nicht mehr. Ich weiß, wo du bist. Wie komme ich denn wieder raus? Nein! Ich will wieder raus. Ja, Cheyenne schreibt mir viel Glück noch. Vielen Dank. Oh fuck. Oh fuck. Bin ich losgeworden, Luke. Komm ich hier wieder auch irgendwie raus? Ach man, ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Habe ich mich hier verlaufen? Was ist da los? Ich gehe mal wieder zurück zum Spawn. Ein Portal. Da ist ein Name. Na endlich. Na endlich, ich bin draußen. Wo ist denn der Luke? Da, wo du nicht bist. Schnell wegrennen. Okay, die beiden kämpfen erstmal gegeneinander. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weil, warum soll ich jetzt meine Pfeile verschießen? Nein. Oh, es waren alle Pfeile, die ich hatte. Gepackt. Und mehr Pfeile habe ich gar nicht. Was? Wer Pfeile habe ich nicht? Schreibt mal Luke. So, der eine ist schon mal tot. Oh mein Gott. Okay, im Finale. Aber ich weiß nicht, wo der andere ist. Ich geh jetzt mal wieder zurück und guck, was ich für Items aufgesammelt habe. Ach du Scheiße. Das wendet euch bitte an. Türkise Wolle, ich hab türkise Wolle, geil. Die zieh ich auf meinen Kopf, nein. Was kann ich hier noch von benutzen? Gibt's da was Sinnvolles? Ich glaube nicht. Aber ich habe wieder 9 Pfeile. Sonst noch irgendwas? Nee. Holzschwert oder Goldschwert? Ich nehme Holzschwert. Holz. Okay. Einfach das, woraus dein Kopf gemacht ist. Holz. Okay. Da oben ist er. Nee, da ist er. Ja, und einfach nicht das nehmen, woraus das, was auf meinem Kopf ist, gemacht ist. Nämlich eine Krone. In deinem Skin sehe ich da keine Krone. Die ist... Ja, mein Freund, das hat aber ganz schön Pfeile abbekommen von ungespielt. Ja, und da habe ich gewonnen. Ja, ungespielt. One Survivor Race. Der hat sich auch einen Goldapfel reingepfiffen. Was habe ich gemacht? Bam. Was habe ich gemacht? Pfeile der Hölle. Dann kam er mit der Enderperle an. Und da habe ich ihn aber umgenatzt. Ja, Leute. Das war eine geile Sache. Ich habe Kopf von Orangensaft in meinem Inventar jetzt. Geil. Ich habe jetzt das Item Kopf von Orangensaft. Geil, guck mal, wie es aussieht jetzt. Orangensaft ist mega cool. Geil. Danke. War eine sehr coole Aufnahme. Eine sehr coole, weißt du? Lats hoch. Ja, cool, ich habe den Kopf von Orangensaft. Habe ich jetzt als Preis dafür bekommen. Dass ich der, so ist der ist mega lustig, der Orangensaft. Also, wenn er das sieht, kann er sich ja angesprochen fühlen. Koloss! LP frei, warum ich auf ihn losgegangen bin. Koloss, du bist auf mich losgegangen. Ohne Grund. Ne, aber ohne Grund nicht, das ist ja zuerst. So. Next. Leute. Ja, ich hab den Kopf von Orangensaft. Yeah. Ja, aber dann du da mit Bambis Holzschwert. Ja, klar, weil ich das Holzschwert aus der Truhe geholt hab. Leute, das war eine geile Runde. Es hat verdammt viel Spaß gemacht. Und, ja, wenn es euch auch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Vielleicht schaffen wir es ja mit dem Video auf die Startzeit. Ich fand es sehr, sehr cool. Und ja, schreibt einfach mal, worauf ihr noch Bock habt. Weitere Survival Games, Smash, Hunger Games, die großen Kid Hunger Games, MC, PvP, irgendwas. Oder was gibt's alles sonst noch? Schreibt einfach die PvP-Kram, den ihr wollt. Ich bin gerade total in PvP-Stimmung. Und ja, die Kanäle von Minecraft Luke Plays. Minecraft Stream Tutorials. Die Kanäle von Luke Plays und Felix HD Games sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Genau wie der Server hier von Zombie.
dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.